Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Die meisten Banken haben mittlerweile so, Erfassungsprogramme, ja, mit Durchschnittswerten. Das kann sich gut auswirken, das kann sich aber schlecht auswirken. Ja, Kunde von mir in Sirksdorf wollte er kaufen, da hatte der aus seinem Computersystem einen aktuellen Verkehrswert von 72.000 Euro. Da sagte der Kunde, hallo, im selben Haus sind Wohnungen schon für 220.000 verkauft worden. Ja, also diese ganzen Computerprogramme, ne, sie tun da Müll rein und da kommt Müll raus. Wie der Amerikaner sagt, Garbage in, Garbage out. So, und dann hängt es davon ab, was das Objekt hergibt. Anderer Fall in Groß-Hansdorf, großes Grundstück mit einem Einfamilienhaus, mit so einem Fertighaus aus den 60er Jahren. Ja, also wenn sie das Haus schief angeguckt hätten, dann wäre das schon in sich zusammengeklappt. Aber der Grundstückswert, also Kaufpreis lag bei 190.000, der Grundstückswert lag aber bei 210.000. Ja, da fragt der Banker mich plötzlich und sagt, wieso ist denn das so günstig? Das ist immer eine ganz verdächtige Frage. Das ist dann auch schon wieder negativ, weil die dann schon wieder Schwarzgeld vermuten. Ja? Wie Immobilien bewertet werden. So sehen Sie vielleicht Ihr Haus. Ja? Ist jetzt immer die Frage, ob Sie es verkaufen wollen oder ob Sie es kaufen wollen. Ja? Aber wenn Sie jetzt schon Ihr Haus hätten, dann würden Sie Ihr Haus wahrscheinlich so das Haus im Wertgutachten. Sie sehen, das ist schon ein bisschen geschrumpft. So sieht der Käufer Ihr Haus, um mit Ihnen ordentlich drüber zu verhandeln. Und was meinen Sie jetzt, wie die Bank das Haus sieht? Eine Idee? Ne? So, und jetzt die große Preisfrage. Was meinen Sie denn, wie das Finanzamt Ihr Haus sieht? Erstes. Okay. So, also daran sehen Sie schon, dass man ein und dasselbe Objekt aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachten kann. Ja? Und ich glaube, Sie sagten das vorhin, ne? Was ist das Haus eigentlich wert? Die Antwort ist die. Ja? Wenn Sie sonst keinen Käufer haben, dann ist es so viel wert wie ein Zelt. Weil das vielleicht der Einzige ist, der Ihnen das Haus jetzt abkaufen will. Das Finanzamt, so, oh, riesen Grundstück, ordentlich Grundsteuer, ist ganz viel wert. Ja? Also das einfach nur mal so als gedankliche Hilfestellung. Als Faustformel ist, wie gesagt, immer, dass der Banker sagt, okay, das, was Sie jetzt bereit sind für das Haus, Grundstück, Wohnung zu bezahlen, das ist es wert. Ja, wobei die meisten Banken eben nochmal Abschläge machen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung. Alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!